Unser Gegner ist hart, aber wir sind härter. Willkommen im Finale. Zum vierten Mal hat die U19 von Hertha BSC das Endspiel im DFB-Pokal erreicht. Und diese vier Jungs sind mit dabei. Dominik, Mike, Farid und Sean wollen am 30. Mai den Pott nach 2004 zum zweiten Mal in die Hauptstadt holen. Cottbus steht schon sonst im Finale. Die haben alle vier Bundesligisten ausgeschaltet und es wird ein Duell auf Augenhöhe, würde ich jetzt mal sagen. Aber nichtsdestotrotz spielen wir zu Hause und müssen das Ding eigentlich holen. Endspielgegner ist der vorzeitige Meister in der Regionalliga Nordost, Energie Cottbus. Hertha BSC geht leicht favorisiert in dieses Finale. Zum einen spielen die Berliner in der Bundesliga, zum anderen haben sie Heimvorteil. Das Finale wird in der Hauptstadt angepfiffen. Und deshalb gehen die vier Hertha-Jungs mit uns auf eine Sightseeing-Tour der besonderen Art. Es beginnt Torjäger Mike Brömer. Er hat in dieser Saison schon 9-mal in der Meisterschaft und 1-mal im Pokal getroffen. Sean Kauter, der kraftvolle und robuste Spielmacher der Herthaner. Dominik Pelivan ist der Abräumer im defensiven Mittelfeld. Trotzdem sehr torgefährlich. 6 Saisontreffer stehen auf seinem Konto. Spielerisch sind wir denen auf jeden Fall überlegen. Also wenn wir unsere spielerische Klasse ausspielen, dann denke ich, dass wir gute Karten haben. Aber sie haben auf jeden Fall mentale Stärke und sind kämpferisch sehr präsent. Und da denke ich, dass wir erst über die Zweikämpfe ins Spiel finden müssen, bevor wir dann unser Spiel aufziehen können. Mit bisher 12 Saisontoren in der Meisterschaft und 1 Tor im Pokal ist Mittelfeldspieler Farid Abderrahmane der torgefährlichste Spieler in Herthas U19-Truppe. Die kurze Sightseeing-Tour endet im Endspielstadion. Gleich nebenan trainiert der Berliner Nachwuchs. Trainer ist Michael Hartmann. Der ehemalige Hertha-Profi spielte unter Teamchef Rudi Völler sogar 4-mal in der Nationalmannschaft. Ich habe als Spieler davon geträumt, ins DFB-Pokalfinale zu kommen. Habe es leider nicht geschafft. Als Trainer habe ich es jetzt geschafft und hoffe natürlich, wie gesagt, dass wir den Titel holen. Auch Herthas Profi-Cheftrainer Pal Dardai hat es als Spieler nie ins Pokalfinale geschafft. Er beobachtet die U19 besonders intensiv, immer auf der Suche nach geeignetem Nachwuchs für die Bundesligamannschaft. Nächstes Jahr bestimmt haben wir 2, 3 gute Talente dabei, dass die zu unserer Kader mitnehmen kann. Und dieses Jahr, ich hoffe, dass die das schaffen, weil Michael Hartmann ist ein guter Trainer, ein ruhiger Junge und mit seiner ruhigen Art und Weise so ein Finale zu gehen, vielleicht das spüren sie die Jungs und dann gibt es Kraft für die Mannschaft und dann gewinnen wir. Pal Dardai wird im Stadion sein. Motivation genug für die jungen Kicker. Die sind sich alle einig. Der Pott bleibt in Berlin.